Bewegungsmelder gibt es seit vielen Jahren am Markt und sie bieten uns Tag und vor allem nachts Sicherheit in ganz Deutschland. Heute wollen wir euch einen Bewegungsmelder vorstellen, der sich für uns als Elektrogroßhandlung aus der breiten Masse hervorhebt, weil er drei Produkte in einem vereint: den Easylux Defensor. Dazu begrüßen wir heute einen Mann mit 30 Jahren Kompetenz in der Elektrobranche, Wolfgang Troos. Moin Tom. Moin Wolfgang. Der Defensor Bewegungsmelder. Drei Produkte in einem? Stell uns die doch mal vor. Tom, stell dir mal ein Beispiel aus der Praxis vor. Und zwar soll eine Hofbeleuchtung nach verschiedenen Kriterien geschaltet werden. Tagsüber dämmerungsabhängig, danach bis Mitternacht bewegungsabhängig und nachts bis morgens um 6 soll die Beleuchtung dauerhaft ausgeschaltet sein. Mhm. Wie löst du ein solches Problem derzeit? Also wenn ich mir jetzt richtig überlege, bräuchte ich dazu einen Dämmerungsschalter, eine Zeitschaltuhr und einen klassischen Bewegungsmelder, um dieses komplexe Problem zu lösen. Genau. Und dafür hat Easylux jetzt eine Lösung vereint in einem Gerät. Den Defensor, den es in den Farben Weiß und Anthrazit gibt und in den drei Einstellungsbereichen 200 Grad, 230 Grad und 280 Grad. Oh, wie ich sehe, lässt er sich auch sehr leicht an der Decke montieren. Genau, das ist für die Deckenmontage und genauso ist er auch für die Wandmontage geeignet. Aber gerade bei den 280er Meldern ist es ja so, dass sie häufig an der Hausecke montiert werden müssen. Wie löst ihr das Problem? Dafür gibt es im Zubehör einen Ecksockel in den passenden Farben und damit kann ich eine Außen- oder Inneneckmontage leicht gewährleisten. Mhm. Und welche weiteren Vorteile hat das Gerät? Da haben wir zum Beispiel den Einbruch- und Sabotageschutz, den ich sehr erwähnen möchte. Und zwar, wenn man zum Beispiel den Sensorkopf gewaltsam abschlägt, löst man genau das Gegenteil aus, nämlich Dauerlicht durch Unterbrechung dieses Kontaktes. Aha. Und die nächsten Vorteile? Ja, wir haben die Möglichkeit, betriebsabhängige Modi zu schalten. Und das ist ja auch die Lösung, der Lösungsansatz für das eingangs erwähnte Beispiel. Da kann man also hier in der App einstellen. Also ihr habt eine App dafür? Da haben wir eine App für. Aha. Da gehen wir später vielleicht nochmal drauf ein. Ich zeige dir das mal hier. Man gibt also hier ein den Betriebsmodus, sprich Dämmerungsschalter. Ja. Und dann habe ich zwei Ausnahmen. In der ersten Ausnahme mache ich ihn zum Bewegungsmelder, ja, in der entsprechenden Zeit. Und in der zweiten Ausnahme ist er dann dauerhaft aus. Aha. So haben wir drei Erfassungszeiten. So haben wir drei Geräte quasi in einem. Und dann haben wir als weiteres, du kannst die Erfassungsbereiche super einfach anpassen. Nämlich auch wiederum hier in der App, ja, indem du einfach hier Bereiche schiebst und somit den Erfassungsbereich anpasst. So kannst du leicht auf örtliche Gegebenheiten eingehen. Erkennt das Gerät dann auch, von welcher Seite ich in den Erfassungsbereich trete, also von links oder von rechts? Ja, der Sensor erkennt sogar vier verschiedene Gehrichtungen, die man dann mit unterschiedlichen Nachlaufzeiten belegen kann. Das ist ja schon echt ein großer Vorteil von dem Gerät. Aber was mir aufgefallen ist, es sind überhaupt keine Putis verbaut. Wie stellt ihr das Gerät dann vor Ort überhaupt ein? Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben also bewusst auf jegliche Einstellmöglichkeiten am Gehäuse verzichtet und wollen also auch die dadurch die Manipulationen verhindern. Und wir machen also alles, alle Einstellungen werden über diese App erledigt. Und da kommt dann nämlich auch unser EasyPen ins Spiel. Unsere Universalfernbedienung für alle fernbedienbaren Produkte unseres Hauses. Der Pen kommuniziert per Bluetooth mit Smartphone oder Tablet und übermittelt dann per Infrarot an den Melder. Das ist ja sehr interessant. Gibt es noch weitere Produkte, die du uns aus der Defensor-Serie vorstellen möchtest? Also man kann noch mal abschließend sagen, alle Geräte der Defensor-Serie verfügen über einen erhöhten Überspannungsschutz. Ja. Und haben einen integrierten Tastereingang. Ja. Und dann gibt es zur Abrundung der Serie auch noch einen reinen Dämmerungsschalter, der so aussieht. Die Defensor-Serie von Easylux ist samt Zubehör bei uns im Witte-Bico-Shop erhältlich. Und wenn euch Themen wie diese aus der Elektrobranche interessieren, dann gebt uns ein Like oder ein Abo bei Witte TV.